Hallo ihr Abenteurer und Weltverbesserer, willkommen zurück zur Let's Play Pokémon X! So ein groß angelegter Pokémon-Diebstahl kann nur bedeuten, dass diese Flegel Unmengen an Pokémon anhäufen, weil sie insgeheim irgendwelche Intrigen aushacken. Der Vorfall neulich im Kraftwerk soll schließlich auch auf das Konto von Team Flair gehen. Pokémon und Strom, was haben die bloß vor? Ja, im letzten Part haben wir festgestellt, dass Team Flair die Pokéball-Fabrik ausgeraubt hat. Wir haben dafür einen Meisterball bekommen, ich kann damit leben. Glaube ich. Ich weiß, die Konsequenzen werden sicherlich grauenvoll. Ich werde mich jetzt aber erstmal wieder hier wegbegeben. Wenn ich dann hier darf... Ach, guck mal, hier komme ich doch bestimmt jetzt lang, wo jetzt der Rüpel doch weg ist. Jawoll! So. Oh, da seid ihr ja wieder. Hey, glaubst du, wir könnten uns jetzt mal ein bisschen umsehen? Besser nicht. Das wäre jetzt eher unpassend. Die sind noch damit beschäftigt, das Chaos zu beseitigen, das Team Flair hinterlassen hat. Team Flair? Der Name sagt mir irgendwas. Sind das nicht die Typen von vorhin in den roten Anzügen? Ganz genau, Trovato. Team Flair. Sie haben mit Gewalt alle Pokébälle an sich genommen. Wie schlimm. Von solchen Leuten sollte man sich wohl besser fernhalten. Echt? Hast du, Trovato, Tomato, Team Flair ist echt übel. Was machen wir jetzt? Laut der Karte ist die nächste Stadt Frescora. Sollen wir uns auf den Weg dorthin machen? Okay, tschüss. Callum und Honey, ihr seid wirklich einmalig. Ihr seid um Längen stärker als diese Fieslinge. Übertreibt es aber bitte trotzdem nicht, okay? Bis bald! Da, 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 da. Vielen Dank. Dank dir sind alle wohl auf. Allerdings kann und darf es nicht Sinn und Zweck meines Abenteuers sein, mich immer auf dich zu verlassen. Dann trainier mal deine Pokémon ein bisschen besser, Junge. Ach, unglaublich. Kann doch nicht sein, dass wir hier die besten... Oh, Holo-Nachricht. Oh. Dies ist eine Hololog-Eilmeldung. Die Geiselnahme in der Pokéball-Fabrik nahe Romantia City konnte unblutig beendet werden. Der Vorfall soll keinerlei Auswirkungen auf das laufende Pokéball-Verkaufsgeschäft haben. Mensch, der wohl, das wusste ich gar nicht. Ja, wer hat denn diesen Vorfall da so unblutig beendet? Blutig, das ist so ein hartes Wort. Oh, Tisenke. Tisenke. Voll ein brauner Stern. Ja, den habe ich da liegen lassen. Oh Gott. Okay. Wir sind wieder in Romantia City, werden ein bisschen nass und ich würde sagen, wir gehen dann gleich. Ah, was machst du denn hier? Hallo, bist du. In diesen roten Anzügen fällt einem das Laufen wirklich schwer. Diese Kinder hole ich nie ein. Darauf wird der Chef aber kaum Rücksicht nehmen, wenn er mich nachher wieder ausschimpft. Sie sind verhaftet! Sie sind verhaftet! Sie sind sofort! Das ist doch... Oh Mann, warum kann der denn hier einfach so frei rumlaufen? Das muss doch jemanden auffallen. Ich meine, das ist ein Team Flair-Rüpel. Hallo, der muss ins Gefängnis. Also, wo ist Officer Rocky? Hey, Schwester Joy, hast du Officer Rocky gesehen? Nein, keine Ahnung. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich deine Pokémon heile. Gratis. Ich weiß gar nicht, wer mich eigentlich bezahlt. So, schwupp, 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 schwupp. Hey, hier sind die Pokébälle wieder. Gratis. Tschüss. Wir verkaufen Pokémon-Haare hinten. Falls du welche kaufen willst, du keine kaufen. Nein, ich will keine Pokémon-Haare kaufen. Ich glaube, wir waren da oben um die Ecke noch nicht. Frag mich, wo Officer Rocky ist. Officer Rocky, wenn Liebe strafbar ist, dann sperr mich jetzt ein, ich sitze die Strafe ab. Oh, hier ist ein Café. Mein Pokémon macht große Fortschritte und wird immer stärker. Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich jeden Tag mit ihm spiele? Pass auf, ich verrate dir mal was. Große Dinge sind für mich einfach das Größte. Auch in Sachen Pokémon sind die etwas klobigeren Exemplare meine Favoriten. Und nur, dass wir uns verstehen. Mit groß meine ich Pokémon, die größer als 3 Meter sind. Sag mal, hast du nicht zufällig irgendwelche großen Pokémon dabei, die du mir zeigen könntest, oder? Was? Du hast etwa keine großen Pokémon dabei? Aber ich will doch ein Pokémon sehen, das größer als 3 Meter ist. Ja, dann guck doch mal in die Hose vor dem Typ Mr. Miteinander. Ich hab gesagt, wir gehen jetzt da rein. Und, oh nein, ich muss niesen. Moment, ich will nicht niesen. Sekunde, Sekunde. Oh, ich weiß auch nicht, heute ist meine Nase irgendwie ein bisschen gereizt. Wo sind wir denn hier? Oh. Bist du auch hergekommen, um dir einen schönen Tag zu machen? Ja, es regnet, schöner Tag. Möchtest du denn sitzen? Ich nehme die Terrasse. Alter, ist das teuer. Selbstverständlich, dann führe ich dich jetzt zur Terrasse.
Ist das in Frankreich immer so teuer, wenn man auf der Terrasse sitzen will? La la la. Die Spezialität unseres Cafés, der Spezialsaft. Lass es dir schmecken. Ja. Muss ja auch irgendwann mal auf der Terrasse sitzen können, ne? Cool, bin ich jetzt im Level up. Kann man ja gar nicht rausgucken. Langweilig. Oh, hi. Was genau ist ein Kangama eigentlich? Extrem niedlich. Vielleicht ist ein Pokémon ja so etwas wie ein Spiegel der Menschen. Oh, ein Buch. Kann ich nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Tschüss. Verlässt uns schon? Ja. Wir uns bald wieder. Nein. Mann, ist das ein teures Café. Ja, da gehen wir dann auch nicht mehr hin. Einmal reich. Und sie ihre Preise senken, wenn sie mehr Kunden haben wollen. Ah, hier war es auch nicht. Ich muss erst über die Brücke und dann einmal hier lang. Ach, das wäre der Typ mit dem kleinen Pokémon. Nee. Nee. Auch wenn ich da bestimmt tolle Preise kriege. Aber nein, ich will das jetzt nicht tun. Dann muss ich zurück zum Pokécenter. Und das dauert wieder seine Zeit. Aha, ich will nicht ewig Zeit hier verschwenden. Das tun wir schon viel zu lange. Dieses Let's Play dauert einfach ewig. In Fluxia City soll es wohl jemanden geben, der die Erinnerungen von Pokémon deuten kann. Aha, aha. Es ist faszinierend anzusehen, wie eine einzige Entdeckung die Welt verändern kann. Die jüngste Klassifizierung des Feentyps hat das System der Wechselwirkung zwischen den Typen für immer verändert. Yo, Swag, Swag, aha, aha. Neulich saß ich, nicht sanend, im Café, als ich plötzlich ein Schönling neben mich setzte. Er fasste mich einfach... Moment. Offenbar handelte es sich bei diesem Herrn um einen Professor. Er begann sogleich mir die Geschichte eines Pokémons zu erzählen, welches mündlich Überlieferung zufolge vor sehr langer Zeit der Liebling eines Königs gewesen sein und diesem das Leben gerettet haben soll. Yeah. Yeah, weiterhin erwähnte er noch, dass sich dabei um ein Pokémon des Typs Fee gehandelt habe. Swag, Swag, ich will hier wieder raus! Das mich! Musik macht mich fertig. Und wir rennen auf den Brunnen weg. Route 15, Brunnen weg. Ah, oh, Laub, hui, ha. Brunnen, juhu, wuhu, ah. Huch. Ah, oh, Laubhauf. Oh, Laubhaufen. Wuhu. Oh, Pokéball. Ein Netzball. Nice. Oh, damit können wir nicht irgendwie einen neuen Stunt oder so. Wuhu. Oh, stylisch. Ui. Oh, eine Beere. Oh Gott, ich habe mich seit 150 Millionen Jahren nicht mehr um unsere Beeren gekümmert. Hier sind bestimmt wieder alle vertrocknet. Es wird nicht besser. Ich werde nie daran denken, mich um die Beeren zu kümmern. Ich komme einfach nicht dazu. Ich müsste das offscreen machen und ich habe da... Ich muss mich um meine Beeren kümmern. Wir kehren gleich wieder zurück zu dieser herbstlichen Allee, aber erstmal muss ich mich um meine Beeren kümmern. Nicht, dass noch jemand von unseren Tellerchen gegessen hat und in unserem Bettchen geschlafen. Nee, das waren andere Beeren. Hui. Schneller! Wie ich es geahnt hatte. Alles vernichtet. Ein Keimling. Nein, nein, erstmal nur ein Keimling. Ja, nee, so. Ich hab wieder alles ruiniert. Es tut mir so leid. Oh Gott, es tut mir so leid, meine kleinen süßen Keimlinge. Und dann pflanzen wir jetzt mal das... Was haben wir dann gerade Neues bekommen? Ich stehe ja dann eine Yonago-Beere. Wahnsinn. So, dann mit unserer Loturzelkanne ein bisschen gießen. Sehr schön. Ja, auch nochmal. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei.
So, mal gucken, ob ich diesmal dran denke. Ich sollte mir vielleicht das in den Kalender schreiben oder sowas. So, sehr schön. Dann fliegen wir mal wieder zurück. Obwohl wir jetzt ja fliegen können, denke ich da nie dran. Zurück nach Romantia City. Los geht's! Tuck-tick. Wusch. Schwumm. Ja, ich muss die Soundeffekte einfach immer mitmachen. Oh, es regnet ja mal gar nicht mehr. Schön. Aha, 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 aha. Kapador, Kapador, Kap. Okay. Ja, der Kapador-Song ist was ganz Besonderes. Laub. Wir waren mal schon überall. Dann können wir mal mit der jungen Frau hier reden. Vogelbälle sind rund und Sterne irgendwie auch. Ja, aber... ach, frag gar nicht nach. Balin, Balin. Los, Iggy! Ich kann gut Pokémon synchronisieren, hä? Bissattacke! Nam! Jupp, das war sehr effektiv. Balin! Nice. Experience Points. Ob man gewinnt oder verliert, ein Pokéball ist und bleibt rund. Du tickst aber nicht mehr ganz rund, junge Frau. Immer mal lieber. Irgendwas Besonderes? Huch, Hilfe! Meine Güte, hast du mich erschreckt! Ich habe mich hier gerade in meinem schönen kleinen Heuhaufen, neben meinem Laubhaufen zusammengerollt. Ja, wollte gerade schlafen und dann kommst du da an. Guck mal da, ey, das ist ja nicht nett. Oh mein Gott, das ist so ein nicht schönes und nicht liebevoll gestaltetes. Ich bin nicht so ein Freund von dem. Sambomben! Los, zerstör's! Ja, guck mal da, was fliegt denn da auf dich zu? Warum bringt das. Es ist. Au, nicht der Hyperzahn. Das ist so eine gemeine. Hat keinen Schaden gemacht, kein Problem. Los, Naturkräfte! Energieball, volle Power! Blub! Tschüss! Das ist nicht mehr Blub. Jetzt hat er Blub gemacht. Protze, was war das denn nochmal für eine Attacke? Pumpt den Körper auf, um den Angriff und die Verteidigung zu erhöhen. Ja, nee. Ja, das ist jetzt... Nö, braucht man nicht bei einem normalen Boxen. Fleti... Was? Was? Ist jetzt eine Geschlechtskrankheit ein, oder was? Los, ihr geht zurück! Du bist dran, Nala, los! Fletiamo. Jupp, ich kam mit meiner Diagnose nah ran. Okay, das, komm, hier wieder Hall. Macht zwar erst wenig Schaden, aber danach haut es ordentlich rein. Ach, eigentlich ist es ja ganz süß. So eine süße kleine pummelige Fledermaus mit einer Herzchennase. Oh. Aua. Ja, das hat ganz schön reingehauen. Oh Gott, dieses Schwänzchen, was da hinten runterhängt. Ah, oh, süß. Oh, wie niedlich. Nee, auch wenn das riskant ist, ein Feuer-Pokémon gegen ein Wasser-Pokémon bestehen zu lassen, der Widerhall wird immer stärker und immer stärker und immer stärker. Und er sollte jetzt... Ja. Okay, das war ein Volltreffer. Naja gut, also wir haben gewonnen. Das beschwere ich mich. Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe, weil ich mich so erschreckt habe. Und dann hast du dich erschreckt, weil... Erschreckception. Was machst du denn da drin? Ich bin nicht so gut im Umgang mit anderen, also bin ich Pokémon Ranger geworden. Als Ranger kann ich mich im Wald verstecken. Das ist gruselig. Ah! Oh! Dass ich immer noch als Ranger tätig bin, verdanke ich dem Rat unseres Meisters. Könnt ihr das bitte lassen? Das ist echt nicht angenehm. Knaxel? Eieiei. Das wird eine harte Nuss. Bist du nicht Bodendrache? Nein, er wäre Bodendrache.
bin aber nicht sicher, könnte auch reiner Drache sein, dann sind die Samenbomben jetzt nicht effektiv. Ah, nee, er müsste Bodendrache sein, also es ist eine neutrale Sache. Au. Aua. Hier nochmal Samenbomben. Artilleriefeuer! Piu, 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 piu! Ja, das war sehr gut. Oh, da geht das Knacksel zu Boden und es sollte ordentlich Erfahrungspunkte geben. Jo. Ich bin dir und deinem Team wirklich für diesen atemberaubenden Kampf dankbar. Ich konnte zwar nicht viel machen, aber hey! Ich bin immer noch Pokémon Ranger. Flordelis hat mich damals mit Rat und Tat gefördert, als ich noch ein frisch gebackener Ranger war. Dafür bin ich ihm wirklich sehr dankbar. Ah, Flordeli. Flordeli, Flordela. Wilde Pokémon. Ah. Nein, guck mal da. Ach ja. Dann werden wir das Ding halt hoffentlich mit einem Flottball ganz flott fangen. Guck mal die und guck mal da. In dem Pokéball, Fallera, bleib jetzt da drin. Mojo Power, Mojo Power. Wuhu, Lucky! Ja, das war ein Glücksfang. Guck mal da, das Wachsamkeits-Pokémon-Typ normal. Es kann mit einer körpereigenen Substanz seine Augen und seinen Torso aufleuchten lassen, um Gegner zu erschrecken. Ew. Möchtest du dem Kukma da einen Spitznamen geben? Ja. Kukmaldo. Ist ja ein Mädchen, aber warum nicht? Kukmaldahin. Guck. Halt nett. Warum denn nicht? Ist dein Guck nicht? Wenn ich das Ding jetzt gleich guck mal da, ey. Das vertausche ich wieder. Wundertausch. Schon gut. Sorry. Der Derbe ist was Besonderes. Oh, ein Ball. Okay. Ah! Oh Gott. Was denn? Hast du eine Reportage über Männer im Gebüsch? Ich kann dir mal zeigen, warum ich mich hier eigentlich verstecke. Aber erst kämpfen wir. Perverse alte Kerle, die sich im Gebüsch verstecken und mit einem Giflor. Ich will gar nicht wissen, was er damit gemacht hat. Stinkeblume. Los, Iggy, machen wir es Platz. Yay, Moment, das ist ein Giftpflanzen-Pokémon. Das ist nicht so toll. Los, Nala, du bist dran. Oh, ich mag Giflor. Es guckt immer so glücklich. Giflor, ich stinke. Niemand mag mich. Giflor. Giflor. Mega sauber. Giflor. Los, Flammenwurf! Giflor. Ui, oi, 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 holla. Wow. Das war viel. Du bist also gar nicht vom Fernsehen. Schade, ich wollte gerade einen kleinen Film mit dir drehen. Moment, das ist ja noch viel besser. Magst du in meinen Laubhaufen kommen? Nein. Warum nicht? Nein. Ach du Scheiße. Oh. Wow, okay. Langer Weg, um hier hinzukommen. Für einen einfachen Hyperheiler. Vielleicht gibt es hier noch was anderes. Nö. Wir könnten jetzt Surfer einsetzen, aber nö. Laufen wir lieber ein bisschen. Direkt in das nächste Pokémon hinein. Und das ist wieder ein Guck mal dahin. Nope. 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 Auch wenn du die...
Ach, na komm, hier, wir machen was mit der Pflanzen. Na, weiß ich nicht. Egal. Bäm, direkt in die Weichteile. Horrorblick? Och, nö. Das könnte ich nicht flüchten. Mann. Was hast du jetzt davon? Wir haben mal geflohen, ne? Yeah, level up. Sehr schön. All die XPs. Was ist es diesmal? Ach, ein Guck mal da. Nope, 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 nope. Lalalalalala. Verdammt. Hui, ein Pokémon-Kampf. Den kann man natürlich nicht ablehnen. Huch, hast du uns gerade angesprochen? Heißt das, wir müssen jetzt kämpfen? Nein, ihr habt mich angesprochen. Eine Herausforderung von schräge Schwestern Nora und Nyx. Driftzeppelin und Fluet. Cool. Los, Iggy und Solari. Ihr haut jetzt volle Kanne raus. Könnt ihr mich mal schützen? Und mit Parabolladung dann hier alles voll raushauen, was ich habe. Ist eine gute Kombo. Genau, Driftzeppelin macht das ordentlich Schaden. Das flüht dem Flötchen auch. Iggy schützt sich. Ah, super, alle wollten Iggy angreifen. Ach, okay, das hat auch... Alter, du hast einfach eiskalt Driftzeppelin damit abgeknallt. Das macht man nicht, das ist nicht nett. Nutzen wir mal den Voltwechsel. Dann können wir noch, wen nehmen wir dann mal mit ins Team? Togebrui könnte mal wieder. Los, Togebrui! Puff, puff! Dann kriegt Togebrui nämlich auch noch ein paar Erfahrungspunkte. Sehr schön. Level up. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Risikotackle. Nope, nope, nope. Mit X? Das war wohl nix. Ja, das ist... Wovon ich träume, ist Pokémon-Meister zu sein. Juhu, endlich komme ich dahinter. Juhu, ich wird alles gut. Oh! Eine Holo-Nachricht. Blond von Fleur de Lis. Die Forschungsarbeit von Platon und mir hat uns zu folgender Erkenntnis geführt. Die Mega-Entwicklung entfesselt kurzzeitig verborgene Kräfte in einem Pokémon, die ihm durch eine gewöhnliche Entwicklung verwehrt bleiben. Was denkst du, schlummert dieses Potenzial in jedem einzelnen Lebewesen? Oder sind diese Kräfte nur wenig auserwählten Geschöpfen von edler Natur vorbehalten? Weiß ich nicht. Tipps für Trainer. Pflanzen-Pokémon sind immun gegen Puder- und Sporenattacken. Ah, oh, Tür. Verdammt! Was ist das jetzt? Hallo. Kleines Pokémon. Ach du Scheiße. Der ganze Gurkentruppe. Iggy freut sich auch nur so. Yay, Angriff! Ja, dann. Das wird jetzt. Dann erledigen wir Stück für Stück die Kramurks. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4. Also, jetzt sind es nur noch 4. Erstauner musst du früher einsetzen, damit ich zurückschicke. Voll, Dunkelnebel. Ach, das dauert jetzt wieder so ewig. Wenigstens haben sie Attacken, die eine schnelle Animation haben. So, dann machen wir noch den da platt. Oh Mann.
gerade sagen, wann kommen denn hier endlich die Flugattacken? Das ist nicht gut. Nochmal so ein Volltreffer und wir haben ein Problem. Oh Gott. Dann würde ich sagen, machen wir noch das da platt. Sehr schön. Ach ja, Dunkelnebel. Dunkelnebel darfst du ruhig einsetzen. Kein Problem mit. Au. Also auf die Dauer tut das schon weh. Machen wir noch das Kramburgsblatt. Sehr schön. Dann bleibt nur noch eins übrig. Wieder dieser Stauner. Ist ja erstaunlich. Beutel. Bälle. Nestball bei Pokémon mit einem niedrigen Level. Jo, das passt doch. So. Mojo Power, komm, bleib im Ball. Warum nicht? Au. Langsam wird's knapp. Insta-Ball Einsatz bei Nacht oder an dunklen Orten. Wie wär's mit einem Hyperball? Los! Mojo Power, Mojo Power, Mojo, Mojo, Mojo Power. Ich hab heute kein Mojo. Jetzt muss ich Iggy mal heilen, das ist jetzt reicht. So ein schöner Sprudel. Ja, und keine Sekunde zu spät. Bälle, 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 Bälle. Genau, Meisterball. Luxusball? Vielleicht mag Kramux ja im Luxusball bleiben. Ich kann Kramux nicht schwächen, das ist halt ein Problem. Da müssen wir uns halt auf Mojo Power verlassen. Komm, bleib in dem Luxusball. Passt perfekt zu dir, du blödes Miststück! Haben wir irgendwie die Möglichkeit, es zu vergiften? Irgendeine Attacke, die das Pokémon schachmatt legt für eine Weile. Mann, das ist so blöd, wenn man nicht Trugschlag beherrscht. Müssen wir mal gucken, ob irgendein Pokémon Trugschlag lernen kann. Bleib in dem blöden Timerball drin. Bleib im Ball, bleib im Ball. Nein! Ich walz das doch mit allem platt. Wir haben keine andere Wahl, als zu hoffen, dass es irgendwann in einem Ball drin bleibt. Einfach weil... weil es irgendwann mal drin bleibt. Nehmen wir mal einen stinknormalen Pokéball. Dann müssen wir uns unbedingt irgendwas überlegen für niedriglevelige Pokémon. Bleib da drin, du sollst da drin bleiben. Naja gut, wir sehen uns dann wieder, wenn ich es gefangen habe. Bis zum nächsten Mal.